Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem weiteren König der Löwen Video auf meinem YouTube-Kanal. Die letzten Videos sind ja schon etwas her. Solltet ihr die Videos nicht gesehen haben, würde ich euch empfehlen, in die Videobeschreibung zu schauen, dort habe ich euch die gesamte Playlist verlinkt. Außerdem gab es generell einige Änderungen auf diesem YouTube-Kanal, so werde ich in Zukunft versuchen, mehr Videos zu diesem Thema und mehr Musik zu machen. Zudem findet ihr in der Videobeschreibung einen Link zur Animax-Seite, auf der ich meine eigene Fanstory veröffentliche. Und direkt darunter findet ihr einen weiteren Link zu meinem Twitch-Kanal, wo ich die Seiten live mit euch zeichne. Und solltet ihr auch Themenvorschläge haben, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Aber nun genug der Eigenwerbung und starten wir direkt los mit dem heutigen Thema. Heute beschäftigen wir uns mit dem Charakter Meto und seiner Geschichte und vor allem, warum er nicht in den Filmen vorkam. Kurz ein paar allgemeine Fakten zu dem Charakter. Meto ist der männliche Löwe aus dem geweihten Land und der Sohn von Serafina und Ni und damit auch der Halbbruder von Nala. Ursprünglich war dieser Charakter für den ersten Teil gedacht. Meto sollte ein leichtgläubiger, unschuldiger und verspielter Löwenjunge sein, der ständig in Schwierigkeiten gerät. In der Fangeschichte Verborgene Geschichten droht Scar sogar damit, ihn zu töten. So beschützte Nala ihren kleinen Bruder immer vor den Bösewichten. Aber warum kam er jetzt nicht im Film vor? Linda Wolverton, die den Charakter zeichnete, sagte dazu folgendes. Zitat: Ursprünglich hatte Nala einen kleinen Bruder, den ich einfügte, sodass sie ihn vor Scar beschützen kann. Es gab einige Dinge im geweihten Land, während Simba bei Timon und Pumba ist, doch es war zu deprimierend. Wie würde man ein Konzentrationslager animieren? Zitat Ende. Das klingt tatsächlich ziemlich hart. Dennoch hätte ich den Charakter und die Szenen sehr gerne gesehen. Wie seht ihr das? Findet ihr es gut, dass man den Charakter verworfen hat, oder hättet ihr ihn auch gerne gesehen? Oder glaubt ihr, dass er generell existiert hat, nur im Film nie vorkam? Und wenn ja, was glaubt ihr, ist mit ihm passiert? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutieren wir drüber. Wenn ihr mehr zu dem Charakter oder zu den Filmen wissen möchtet, kann ich euch nur empfehlen, die Seite König der Löwen Wiki zu besuchen oder euch den Comic Verborgene Geschichten durchzulesen. Beide Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Damit war es heute auch schon wieder, diesmal ein etwas kürzeres Video, dennoch hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Schreibt es mir gerne in die Kommentare oder zeigt es mir mit einem Daumen nach oben und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!